Hallo, mein Lieber wieder und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber wieder. Lieber wieder, heute schauen wir uns die Karten an für den Monat Juli. Wir schauen uns aber nur die Liebe an. Das heißt wirklich alles zum Thema Liebe und Beziehungen. Wie dein Status ist, spielt keine Rolle, ob du jetzt Single bist, in einer Verbindung oder in einer Beziehung, spielt wirklich keine Rolle. Wir schauen uns einfach allgemein das Thema Liebe an. Lieber wieder, denk bitte daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, es kann nicht für alle passen. Hör auf deine innere Stimme, sie sagt dir ganz genau, was du wissen musst und ja, was du dir vielleicht zu Herzen nehmen solltest. Lieber Witter, ich werde am Schluss der Kartenlegung noch das Pendel befragen. Das ist ein Pendel, das ich immer hier liegen habe. Du kannst eine Frage stellen für dich und dann wirst du eine Antwort bekommen. Wichtig ist dabei keine Fragen wie zum Beispiel, liebt er mich oder liebt sie mich? Das nicht. Wirklich eine andere Frage stellen. Ja, lieber wieder, alle Informationen bezüglich persönlicher Legungen findest du unten in der Infobox und dort findest du auch noch die Verlinkung zu meinem zweiten YouTube-Account, Vika Sterns Spirit Talk. Darfst du gerne mal reinschauen, wenn du magst, mir auch da folgen. Ich werde jetzt auch bei TikTok etwas aktiver. Dort habe ich einen Kanal, Vika Sterns Spirit Vlog. Darfst du mir gerne auch folgen, das ist mir so ein bisschen privat auch, wo ich mich mehr zeige und auch bezüglich meiner Reisen und was ich so mache. Ja, dann schauen wir doch mal, was sagen die Karten lieber wieder? Was musst du wissen? Liebe. Hui. 10 des Handelns. Das Deck ist sehr dick. Ich muss es so zeigen. Ich wurde letztens gefragt, wie das Deck heißt, aber ich habe die Schachtel nicht mehr gefunden. Wenn ich sie mal finde, dann erwähne ich es mal, wie das Deck heißt, aber ich habe es gerade nicht im Kopf. Irgendetwas mit Engel, glaub's. 10 des Handelns, lieber wieder. Du arbeitest zu viel. Die Engel bitten dich, ein gesundes Gleichgewicht zu finden zwischen deinem Beruf und deinem Privatleben. Sei bereit, andere um Hilfe zu bitten, um deine Last zu reduzieren, damit du dich besser um dein eigenes Wohlergehen kümmern kannst. Das ständige Bemühen, andere glücklich zu machen, kann deiner Gesundheit schaden. So ein bisschen Me-Time, sagt man ja heutzutage, also wirklich Zeit für dich und für deine Liebsten. Du musst nicht immer funktionieren, lieber wieder. Hör auf damit. Bring wirklich die Dinge in die Balance. Kann auch sein, dass das dein Gegenüber ist, der dies hören muss. Sehr gut möglich, kann auch gespiegelt sein. Balance zwischen eben auch Kopf und Herz. Zeit für sich. Zeit für die Liebsten. Du musst nicht immer machen, 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 nicht ziehen und zerren. Meistens ist die Energie von ziehen und zerren das Nicht-Selbst. Weil das wahre Selbst ist leicht. Fühlt sich leicht an. Schauen wir mal, was ist dein Hauptthema, lieber wieder, in der Liebe? Dein Hauptthema, schauen wir mit dem Tarot. 6 der Stäbe. Du könntest eine Botschaft erhalten. Jemand könnte auf dich zukommen und dir etwas mitteilen. Falls du auf eine Antwort wartest, kann es sein, dass du diese jetzt bald bekommst. Oder du selbst der Überbringer bist. Ja. 7 der Schwerter. Vielleicht bekommst du etwas mit bezüglich, kann auch bezüglich eines Betrugs sein, einer Lüge, etwas, was nicht gesagt wurde, dass du das erfährst. Oder dass dir etwas auffällt, dass du denkst, da ist irgendeine Ungereimtheit. Da geht etwas nicht auf. Schauen wir mal, 6 der Stäbe. Warum wieder? Du
Kann auch sein, dass dir jemand mitteilt, dass etwas zu Ende ist, vielleicht mit einer anderen Person, dass etwas aus der Vergangenheit beendet ist. Kann auch den Beruf betreffen, nämlich war das vielleicht dein Gegenüber die Anstellung beendet, dass es einen Einfluss hat auf die Verbindung. Irgendein Ende bezüglich der Vergangenheit und das wird dir mitgeteilt. Was kommt sonst noch wieder? Huch. Neun der Schwerter. Bitte. Ui, du musst ein bisschen Acht geben, was für eine Energie du reingehst im Juli. Ui. Ich sehe, dass die Klarheit kommen möchte, aber etwas blockt sie noch. Diese Klarheit, das Glück, das Licht, was ihr alles aufzeigt. Der Teufel, 9 der Schwerter und 9 der Stäbe. Also Steinbock-Energie ganz stark, also Thema Beruf. Steinbock steht ja auch für den Beruf. Aufpassen bezüglich Burnout. Überarbeitung. Unbedingt. Jemand muss das hören. Aufpassen. Da kippt. Ist etwas am Kippen. Der Geist und der Körper muss wieder in die Balance gebracht werden, weil das hat extremen Einfluss auch auf dein Liebesleben am Schluss. Thema Dating. Thema, wie soll ich sagen, ja, generell Familie. Da gibt es dann so eine seltsame Energie, oder? Du musst ein bisschen schauen. Wenn du merkst, oft merkt man es, wenn man im, dass du zum Beispiel im Nicht-Selbst bist, wenn das Gesicht so angespannt wird. Vor allem bei der Stirn, achte dich mal. Fühlt sich deine Stirn so angespannt an? So als würdest du immer die Stirn runzeln, obwohl du sie nicht runzelst. Weil dort ist dein drittes Auge und dann, wenn man irgendwie im Nicht-Selbst handelt oder zieht und zerrt und macht und tut, dann staut sich dort die Energie und kann sich nicht lösen, will sich befreien und dann wird es richtig seltsam. Achte dich mal, das habe ich auch. Das habe ich auch ab und zu, wenn ich merke, dass ich, dann weiß ich immer, stopp, wieder in die Leichtigkeit kommen. Und hier der Teufel, also Steinbock-Energie, Thema Abhängigkeiten. Vielleicht hast du dir irgendwie Gewohnheiten an den Tag gesetzt, die dir nicht gut tun. Kann auch eine toxische Verbindung sein zum Arbeitgeber natürlich. Irgendetwas, eine ungesunde Energie nehme ich hier wahr. Ich muss dir aber ehrlich sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass das mit deinem Gegenüber, dass das dein Gegenüber ist. Überhaupt nicht. Ich habe eher das Gefühl, das Toxische ist etwas vom Außen her. Kann auch sein, dass das dein Gegenüber hat, dieses Problem, aber vom Außen irgendetwas. Irgendetwas ist da, was die Energie auch der Beziehung, Liebe blockt und hier regelmäßig auch getriggert werden. Selbstzweifel, vielleicht das Gefühl zu haben, man ist nicht genug, man ist nicht genug, man muss mehr, man muss mehr. Vor allem bei Männern sieht man das oft. Männer definieren sich oft mit dem Beruf, mit Thema Geld. Wenn das im Beruf nicht läuft, dann kommen die Selbstzweifel. Ich weiß nicht, aber der Beruf bist nicht du. Das zeichnet nicht deinen Charakter aus. Und das ist das Wichtige, dass man sich lernt, dass man sich mit sich selbst anfängt zu definieren als Menschen. Frauen haben eher in der Regel natürlich, oder ich sage nur, wie es in der Regel ist, das auch, aber mit dem Thema Aussehen. Sie definieren sich mit dem Aussehen. Aber das Aussehen bist am Schluss nicht du. Oder das Aussehen ist nur deine Hülle. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Versuch dich nicht
triggern zu lassen über Dinge, die überhaupt keinen Einfluss auf dich als Menschen haben, grundsätzlich, sage ich jetzt. Hier sehe ich Selbstzweifel, Ängste, dass du etwas falsch machen könntest, dass du nicht gut genug bist für, ich weiß nicht, was das genau ist, oder jemand hat hohe Ansprüche vielleicht, oder du selbst. Weil hier sehe ich auch wieder das Verschließen, dieser Rückzug. Und ich glaube, du hast das, weil du merkst, du brauchst eine Auszeit. Du brauchst Zeit für dich. Du kannst nicht immer für alle da sein und funktionieren. Teufel. Also Juli musst du ganz stark dich abgrenzen. Mein Rat für dich lieber wieder. Grenz dich ab, nimm Zeit für dich. Und wenn du jetzt sagst, ja, das geht nicht, dann bei der Arbeit, egal, ist am Schluss dein Leben, oder? Du musst dich abgrenzen, Zeit für dich nehmen. Dir muss es gut gehen. Die Liebenden, etwas blockt die Liebenden. Eben diese Teufelsenergie, diese toxische Energie, Zwillingsenergie. Schon wieder der Teufel. Du hast Angebot da. Hier möchte auch ein kleines Ass der Kelche kommen. Kleines Ass, das bedeutet ein Ass, das im Verborgenen liegt, das ich zeigen möchte, aber sich wie noch nicht entfalten kann. Und das kommt meistens, wenn man den Blick falsch hat oder den Fokus oder die Energie ganz woanders. Und da musst du wirklich schauen, dass die Energie, dass du geerdet bist, bei dir bist, im Einklang mit dir selbst. Wieder. Drei der Münzen, können Gespräche auf dich zukommen. Ja, ich glaube, du merkst das dann schon. König der Stäbe, diese Ungeduld, dieses Ziehen, jemand zieht oder zieht jemand an dir. Kann auch sein. Dieses Ziehen und Zerren, das Gefühl haben, schnell, jetzt, los. Siehst Feuerenergie und Luftenergie ganz stark. Wenig Erde. Kann sein, dass du es mit einem Feuerzeichen oder Luftzeichen zu tun hast. Jemand, der so ein bisschen kritisch ist, ungeduldig. Oder das bist du selbst. Ich sehe auch das scharfe Beobachten. Jemanden auf die Finger schauen, genau beobachten. Fühlt sich fast schon so an, wie es wird etwas Falsches gesagt. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das bezüglich der Angst ist, vielleicht. Aber schau, hier hast du die Hohe Priesterin. Deine Intuition ist da. Es kann einfach sein, dass sie durch das Nicht-Selbst etwas verschleiert ist, aber es kommt hier. Du wirst genau spüren, intuitiv, was das Richtige ist. Könnte auch hier jemand Interessantes kommen, wo du eine Verbindung spüren wirst. Ich habe das Gefühl, könnte dieses Erdzeichen sein. Fühlt sich aber noch distanziert an von dir. Jemand sehr Interessantes. Jemand, der verschiedene Facetten hat. Schauen wir mal genauer rein wieder. Warum König der Stäbe? Ja, Erfolg. Ich glaube, du hast den Fokus. Viele haben den Fokus auf Thema Geld und Erfolg. Der Magier. Du schaust genau hin, welche Option ist das Beste. Du musst nur ein bisschen Acht geben, lieber wieder, dass du nicht checklistenmäßig, weil Menschen sind, ja, wie soll ich sagen, nicht zu kopflastig, wird das besser gesagt. Nicht zu kopflastig entscheidest, so check, das ist erfüllt, check, das ist erfüllt, check, das ist erfüllt. Oder dein Gegenüber macht das. Ich habe das Gefühl, jemand macht das. Geht so eine Liste durch. Und wenn die erfüllt ist, ja gut, passt. Aber da braucht es noch mehr. Das Herz, vergiss das einfach nicht.
Das macht man oft unbewusst, muss ich aber ehrlich sagen. Ja, hier könnte das kommen. Erdenergie, ganz stark. Wird sich dir etwas zeigen? Oh, oh, ja, schon wieder die Hohepriesterin. Ich bin... Und Wasserenergie, also Wasserenergie und Erdenergie. Könnte auch jemand Spirituelles sein, muss aber nicht. Könnte auch jemand Jüngeres sein. Vom Alter her. Aber jemand mit verschiedenen Facetten. Vielleicht möchtest du diese Person näher kennenlernen. Was ist der Rat? Wieder? Der Rat? Ja. Fünf der Kelche. Der Blick zurück. Die Vergangenheitsenergie. Versuch deine Energie im Jetzt zu haben, aber nicht, dass du überstürzt handelst. Du darfst zurückblicken, reflektieren, aber komm auch ins Jetzt, weil das Neue ist schon da. Möchte kommen hier. Löse dich wirklich von diesem Ungleichgewicht der Energien. Finde den Einklang. Was ist der Ra? Das liegt im Schatten. Schon wieder Erdzeichen. Hier kommt jemand, aber langsam. Ich muss dir sagen, ich bin nicht sicher, ob diese Person sich im Juli schon zeigt. Kann auch August und September sein. Sehr, sehr langsam kommt sie. Bedacht und langsam. Du darfst einfach nicht davonrennen oder mit deiner unglaublichen Dynamik hier nicht davonrennen. Wow, könnte sogar etwas Längerfristiges werden. Nicht kurzfristig, überhaupt nicht, sehe ich hier. So etwas Längerfristiges, lieber Widder. Ja, lieber Widder, spannend. Fangen wir mit dem Pendel an. Überleg dir deine Frage. Denk daran, nicht fragen, liebt er mich, liebt sie mich. Das nicht, stellt eine andere Frage, wenn du möchtest. Falls du jetzt keine Frage hast oder es sich mühsam anfühlt, dass du das Gefühl hast, du hast gar nichts, dann frag auch nichts. Also du musst nichts erzwingen. Du darfst auch jetzt schnell auf Pause drücken und dir überlegen, weil ich werde jetzt pendeln. Ich habe das Pendel schon vorbereitet vorher. Wieder bitte. Juli. Ein großes Oh ja. Was auch immer das bedeutet. Also Antwort Oh ja. Ja, mein Lieber, wieder danke vielmals fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.